Gesundheitsförderung und Prävention spielt in der Stadt Bern schon seit mehr als 3 Jahrzehnten eine ganz wichtige Rolle. Gesundheit ist so ein breiter Begriff. Es geht eben in die Bewegung hinein, es geht in die Ernährung hinein, es geht in die Sexualkunde hinein, es geht in die Prävention hinein. Und alles das durchmischt, was ich wie eben Gesundheitsdienst und die Schule verbinden. Gesundheitsförderung ist etwas, das an den Stadtberner Schulen gefördert wird. An jeder Schule von der Stadt Bern hat es 1 bis 2 Lehrpersonen, die für das Thema Gesundheitsförderung verantwortlich sind. Das ist für mich als Schulleiter sehr entlastend, sämtliche Gesundheitskoordinatorinnen bei uns in der Schule zu haben. Sie sind ganz wichtige Player für uns als Schulleitung. Sie helfen uns mit, neue Ideen reinzuholen in Bezug auf Gesundheitsförderung und unterstützen unsere Teams mit kleineren und grösseren Projekten. Ich bin quasi das Bindeglied, also so komme ich mir vor, so wie vielleicht der rote Faden oder das Gondeli, wo die Informationen von links nach rechts dreht. Der Gesundheitsdienst hat schon von Anfang an die Idee gegeben, nicht wir in dem Büro wissen, was gut ist für die Leute, sondern die Leute vor Ort wissen am besten Bescheid, was sie brauchen. Im Setting Schule sind das Lehrpersonen. Die Lehrpersonen gerne etwas wetten, im Bereich Gesundheit machen, dann können sie zu uns kommen, dann sind wir die Ansprechpersonen und dann schauen wir es mit ihnen dann so im Richtung Projektmanagement, wie können wir jetzt das Projekt starten. Das sind die Leute, die Ideen mitbringen, die sich austauschen in ihrem Netzwerk. Das, was die Stadt Bern unterstützt, die haben ein Netzwerk aufgebaut und so werden die Ideen auch weitergegeben. Und es bleibt nicht nur in der eigenen Schule, sondern die ganze Stadt kann davon profitieren. Durch das haben wir wie ein enorm gutes Kommunikations- und Informationssystem über die ganze Stadt Bern. Also ich finde es mega toll, hat es die Stadt Bern, so ein, eben, dass es in der Stadt Bern Koordinatoren für Gesundheit gibt und Koordinatorinnen. Es ist eine sehr wertvolle Arbeit. Dass man mit anderen begeisternden Leuten zusammenhocken kann und zusammen sieht, was man alles machen kann. Und dass die Ideenvielfalt dann auch weiterziehen und auch in die Schulhaus bringen kann. Gesundheitsförderung ist etwas ganz Zentrales an der Schule. Und so wie sie bei uns in der Stadt Bern organisiert ist, denke ich, bringt viel Zufriedenheit, sowohl bei den Schülerinnen, Schülern, Lehrpersonen und Schulleitung. Das Eindrückliche an dem Ganzen ist, dass an jede Schule von der Stadt Bern Mitglied von diesem Netzwerk ist. Und so etwas ist schweizweit einmalig.